Es ist sehr schwierig, die Sicherheit von so einem kryptografischen Algorithmus wirklich zu verifizieren. Und es ist daher auch sehr schwierig, das Vertrauen zu erhalten in so einen Algorithmus, als Community oder als Standardisierungsbehörde wirklich sicher zu gehen, dass der Algorithmus sicher ist. Und deshalb ist es bei uns schon seit einigen Jahrzehnten so, dass dafür ausreichend Zeit genommen wird, typischerweise in Form von einem Wettbewerb, der mehrere Jahre läuft, wo die weltweite Community wirklich Zeit hat, das auf Herz und Nieren zu überprüfen, das Verfahren. Und nur so können wir wirklich Vertrauen verlangen, weil diese Systeme sind sehr komplex. Es gibt viele, viele verschiedene Angriffsvektoren, die verändern sich ständig, es kommen immer wieder neue hinzu. Und um da das Vertrauen zu erhalten, dass das auch noch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicher bleibt, muss man sich genug Zeit nehmen. Ursprünglich war ASCON ein einzelner Algorithmus, der sogenannte authentifizierter Verschlüsselungsalgorithmus. Ein mathematisches Verfahren, das auf die Daten angewendet wird, das sicherstellt, dass man sie weder verändern kann, noch mitlesen kann, wenn man es nicht sollte. Mittlerweile ist die ASCON-Familie ein bisschen gewachsen. Sie ist mittlerweile um eine sogenannte Hash-Funktion erweitert worden. Das ist eine Primitive, die ohne Schlüssel auskommt, sondern die einfache Prüfsumme, die für jeden verifizierbar ist, für Daten berechnet. Das Hauptziel, das wir dabei hatten, war, dass das Ganze möglichst barrierefrei aus Rechnersicht funktionieren soll. Also es soll effizient laufen auf jeder möglichen Hardware, in Softwareplattformen, auf kleinen Geräten mit sehr geringen Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Und es sollte darauf möglichst leicht sein, es sicher zu implementieren. Das sind die Grundprinzipien, nach denen wir designt haben. Im Anschluss an diesen vorherigen Wettbewerb gibt es jetzt einen Standardisierungsprozess von dem amerikanischen National Institute of Standards and Technology, NIST, das kürzlich gestartet hat, das eben auch besonders einen Schwerpunkt legt auf solche leichtgewichtigen Verfahren, reduziert und evaluiert. Ich denke, dass ASCON da sehr gute Chancen hat, nachdem es bisher schon so gute Zeugnisse bekommen hat. Das ist unser weiterer Plan.